So, ihr Lieben, wir gehen weiter Richtung Norden. Wir wollen nämlich den letzten unserer Gruppe finden und das werden wir dann aller Wahrscheinlichkeit nach am Baumhaus tun, denn der wartet ja dort auf uns. Und hier geht es auch schon los. Hey Jungs, die Angelegenheit tut mir leid. Manchmal steigt mein Dad der Alkohol zu Kopf und er vergisst sich etwas. Keine Sorge, Charlie, das war amüsant. Nee, du kannst keinen Grund... Was? Du hast keinen Grund, so tough zu tun, Chris. Die haben uns beinahe den Arsch versohlt. Naja, ich wollte nur, dass sich alles etwas beruhigt. Ja. Okay, wie auch immer. Was will dein Bruder? Du hast es uns immer noch nicht gesagt. Er hat recht. Ich dachte, ihr wärt wegen des Gewitters letzte Nacht gekommen. Nein, es ist wegen meines Bruders. Er hat sich wieder rausgeschlichen. Er sagt, er hätte etwas gefunden, was er uns zeigen will. Ich weiß nicht, ob es etwas mit dem Sturm zu tun hat, aber er ist wirklich aufgeregt deswegen. Ich hoffe, er hat in der Nacht nicht den Verstand verloren. Habt ihr den Sturm gesehen? Ja, sah aus, als hätte sich der Himmel zweigeteilt. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. So etwas macht mich immer ganz irre. Sei nicht so abergläubisch, Biggie. Das war doch nur ein Sommersturm. Da bin ich mir nicht so sicher. Habt ihr die Farbe der Blitze gesehen? Das war nicht normal. Wechseln wir das Thema. Sag mir nicht, dass du dir wegen eines Sturms in die Hose machst. Wie bitte? Dir werde ich zeigen. Okay. Alter. Was ist das für ein Geruch? Biggie, verschwinden wir hier. Haha, wer macht sich jetzt in die Hose? Boah, das stinkt total. Du bist widerlich, Big Joe. Verschwinden wir hier. Nein, ich will hier den Pupsi haben. So. Was ist das? Pampana Lake. So, jetzt haben wir es. Da ist schon wieder so eine Muschi. Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich die vielleicht peitschen? Oh, da sind wieder hier welche von der Purple Skull Gang. Und hier so ein krasser Typ. Reden wir mit dem. Was für ein schöner Ja. Toll. Wieder der, der nicht antworten will. Die Katze, die kriegen wir. Oh, die will... Da sind überall, guck mal. Hot Dogs, ich habe alle möglichen... Ja, okay, das ist auch wieder der gleiche Typ. Es doppelt sich hier so ein bisschen was. Nehmen wir an, wir müssen im Wald. Verschwinde hier, es sei denn, du willst... dass ich meine Jungs rufe. Ja, und? Hast du meine Purple Skulls Jacke nicht gesehen? Los, ruf die doch. Ja, Weichei. Ist das Walter White? Missing, please help. Needed. Have you seen this man? Okay, please. Das ist doch Walter White gewesen. The fuck? Gibt's hier noch irgendwas anderes, bevor ich da runtergehe? Dann gehen wir zum Wald. Huschi die Huschi. In de Huschen. Kann ich auch so umwechseln? Nein, okay, muss ich so. Okidoki. Kann ich das kaputt hauen? Nein. Spinnen. Spinnen! Boah, riesige, fiese Fettspinne! Ah, ich wurde von der Fettspinne getroffen hier. Krass! Eklige Riesenspinnen. Die ekligen Riesenspinnen Scheiß machen. Oh, da hätte ich nicht hingehen sollen. Die fallen hier zu Dutzenden aus den Dingern.
Und dann noch mehr. Charlie kann sich mit Hilfe zweier solcher Stützen selbst katapultieren. Halte für den Schub Left Trigger gedrückt. Wenn die Anzeigeleiste im grünen Bereich ist, drücke einmal A, um dich selbst abzuschießen. Okay. Achso, nee. Erstmal gucken hier. Cool. Was für eine Frau. Okay. Das Baumhaus war ihr Versteck. Der einzige Ort, an dem sie tun konnten, was sie wollten, was sie dort getan haben. Naja, was Kinder eben tun. Wow, was für ein krasses Mega-Baumhaus. Wurde auch Zeit. Ich warte schon den ganzen Morgen. Was habt ihr denn getrieben? Würde ich sagen, nicht viel wäre das gelogen, Knirps. Aber egal, was wolltest du denn eigentlich? Was soll der ganze Aufruhr? Nicht hier, kommt rein, das ist streng geheim. Ach komm, Mann, wir hatten einen harten Morgen. Ihr werdet durchdrehen, wenn ich es euch erzähle. Na los, der Letzte ist ein faules Ei. Dein Bruder ist verrückt. Pff. Geil, ein Fahrrad. Kevins BMX. Die Reifen sind schlammig. Wie ist der mit dem Rad hierher gekommen? Für so etwas bin ich zu groß. Na gut. Einmal kurz speichern. Möchtest du den Fortschritt speichern? Ja, bitte. Okay, dann einmal rauf. Da steht Kawabanga. Geil. Geiles Baumhaus, oder? Mega. Da steht R2-D2. Krass. Ah, Animes. Da ganz oben links ist Dragon Ball. Das hier, das kenne ich auch. Weiß ich aber gerade nicht, wie es heißt. Das hier ist Dungeon and Dragons. Krass, was ist hier drin? An diesen Trollpuppen war immer irgendetwas seltsam. Aber sie zu sammeln ist cool. Lightning. Thundercats. Lightning, Lightning, Lightning Cats. Okay, nice. Das ist so gruselig. Das ist der Roboter aus diesem Film. Damit kann man auch Waffeln machen. Geil. Okay, haben wir uns alles angesehen? Nee, hier ist noch irgendwas. Mets Arbeitstisch. Er mag es nicht, wenn jemand seine Sachen anfasst. Aber wir machen immer irgendetwas, um ihn ein bisschen zu ärgern. Okay, wir kommen nicht drum rum. Einmal nochmal. So. Endlich, Bro. Ich habe mir Sorgen gemacht. Hey, schleich dich nicht wieder so weg. Mom macht sich wirklich Sorgen, das ist dir doch klar. Und dann bekomme ich Ärger. Buhu, mein großer Bruder hat sich Sorgen gemacht. Was ist das? Armageddon? Bist du sicher, dass unterwegs hier nicht irgendein Zombie dein Hirn gefressen hat? Das reicht, du Zwerg. Wie gesagt, wenn dir was passiert, bekomme ich die Quittung. Okay. Und jetzt zum Geschäftlichen. Willst du wissen, was ich heute Morgen gefunden habe? Oder willst du lieber weiter Puppenhaus mit diesem Waschlappen spielen? Hey! Das habe ich gehört. Wie unhöflich. Haha, er hat euch Waschlappen genannt. Charlie ist cool. Also, wollt ihr wissen, was ich heute Morgen gefunden habe? Ja. Okay, also, was willst du uns zeigen?
Ha! Endlich! Kommt her! Ihr werdet es nicht glauben, wenn ich euch davon erzähle. Okay. Also, was willst du uns zeigen, Kevin? Ich bin schon total gespannt, Mann. Wie geil er aussieht. Haha. Ihr werdet das nicht glauben. Ihr werdet durchdrehen, wenn ich es euch erzähle. Ja, kommst du jetzt auch mal zum Punkt, Mann? Komm schon, Zwerg. Hör auf damit. Und erzähl's uns einfach. Okay, okay. Also, ich war heute Morgen am See und habe ein paar Wheelies auf meinem Rad geübt. Mom wird dich umbringen, wenn ich ihr das erzähle. Unterbrich mich nicht, Doofkopf. Wo war ich gerade? Also, ich habe ein paar Wheelies gemacht, als ich plötzlich stoppen musste, weil da ein Baumstamm am Uferrand war. Ein Mann hat darauf geschlafen. Ich wollte verschwinden, falls er mich anbrüllen würde, aber er hat sich nicht bewegt. Der Kerl hat sich nicht bewegt. Er war tot. Echt wahr. Das ist wirklich ein toter Mann am See. Wie bitte, ein toter Mann? Das ist unheimlich, Alter. Was macht ein toter Mann am See? Oh mein Gott. Gruselig, oder? Das müsst ihr euch ansehen. Es ist unglaublich eklig. Ey, Leute, ich wollte nicht, dass das eine gute... Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ein Toter ist ein Infektionsherd. Und was, wenn die Polizei nach ihm sucht? Was, wenn wir Ärger bekommen? Sei doch nicht so ein Feigling, Matt. Das müssen wir sehen. Wenn auch nur aus der Ferne. Ja, zumindest aus der Ferne. Okay, wenn ihr darauf besteht. Aber das muss unser Geheimnis bleiben. Wer weiß, in welchen Ärger wir da reingeraten. Du hast mein Wort, unser Geheimnis. Ich habe schon so genug Ärger, aber das ist es wert. Es ist voll unheimlich. Okay, also wo ist die Leiche? In der Nähe? Ja, sehr in der Nähe. Ich kann sie fast schon riechen. Wir müssen den Weg nehmen, der nach links führt, sobald wir das Baumhaus verlassen. Ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde, Zwerg. Überleg doch mal, das ist wie in einem dieser Paranormal Activity Filme. Wer weiß, vielleicht lösen wir irgendein super tolles Rätsel. Es gab doch noch gar kein Paranormal Activity zu dem Zeitpunkt. Jetzt schnapp nicht gleich über. Sei nicht so hart zu deinem Bruder, er ist noch klein. Ja, okay, ich werde es versuchen. Wow, Charlie, du solltest häufiger mit uns unterwegs sein. Kevin Williams. Dieser kleine Quirulant steckt voller Überraschungen. Seine nervigen Witze und die Hyperaktivität sind ab und zu ebenso stark wie Bomben. Er kann voll die ekligen Sachen machen. Neuer Lieblingscharakter. Was kann er noch? Hüpfen und... Naja. Oh. Das war's. Es ist immer der gleiche, immer der gleiche. Er wird mich in meinen Träumen verfolgen. Speichern bitte. Möchtest du Fortschritt speichern? Ja, bitte. Ja, bitte. Danke sehr. Propeller-Retter. So, gehen wir mit dem kleinen Jungen hier. Dann können wir ein bisschen popeln und furzen und so. Das ist so eklig mit dem Popel. Okay. Warte. Oh, schneller hoch, nur begrenzte Zeit. Sehr gut. Einige Gegenstände können gelagert und benutzt werden, wann du willst. Drücke Steuerwort, um auszuwählen. Ja, okay. Es muss doch einen Sinn haben, diese Fässer kaputt hauen zu können die ganze Zeit. Wieder so eine Katze. Spinne.
Und Ratten. Ganz schön gefährlicher Weg hier. Oh nein. Die Spackengrube. Sieht aus, als wären diese verdammt Purple Skulls heute überall, wo wir hingehen. Aber unter welchem Stein sind diese dürren Jammerlappen hervorgekrochen? Psst, sei still, sie werden uns sehen. Warte, bis der Boss das sieht. Er wird mich bestimmt befördern. Okay, hör mal. Du wartest hier und ich erzähl's Quincy Queen, dann können wir es ihm zeigen. Ich könnte sogar behaupten, ich hätte ihn umgebracht. Ha, das wäre ja so cool. Okay, ich wäre der härteste der Purple Skulls. Aber hör mal, vielleicht gehst lieber du es ihm erzählen. Und ich warte hier auf dich, okay? Was? Niemals. Wer ist da? Ich war es nicht, das schwöre ich. Er war schon tot, als ich hergekommen bin. Was für ein Jammerlappen. Ich war derjenige, der den Toten entdeckt hat. Ah, ach, ihr seid es nur. Ihr habt mir einen Schreck eingejagt. Was geht ab? Verschwindet hier. Das ist unser Revier und wir tun hier, was wir wollen. Ach ja? Und was ist, wenn wir es nicht tun? Dann bringe ich euch dazu. Ach ja? Ach ja. Okay, okay. Mimi. Ich glaube nicht, dass das euer Revier ist. Oh, oh, da kommt der große Bruder zur Verteidigung. Ihr seid doch Abschaum. Was? Du bist ja wohl der Abschaum. Ich wusste gar nicht, dass sie das Niveau so niedrig ansetzen, um bei den Purple Skulls aufgenommen zu werden. Hey, das reicht jetzt. Ich weiß nicht, was du damit gemeint hast, aber du nimmst das besser zurück, und zwar jetzt. Was Big J meint, ist, dass ihr keinen Grund habt, hier zu sein. Und jetzt verschwindet, bevor die Polizei kommt. Polizei? Was meinst du mit Polizei? Ganz genau, die Polizei. Ihr habt die Wahl. Verschwindet jetzt oder wartet, bis sie kommt? Verschwinden wir von hier. Aber nicht, weil ihr das sagt, sondern weil wir es wollen. Wir tun, was wir wollen. Wir sind harte Kerle, alles klar? Ah! So ist es recht. Lauf weg, ihr Ratten. Kevin, du musst dich beim Zucker echt mal zurückhalten. Der macht dich ganz wild. Niemals. Ich liebe den Geruch von Waffeln am Morgen. Okay, wollen wir gehen? Wo ist der tote Mann? Hier drüben. Gehen wir. Verflucht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Nochmal den Popel, bitte. Ach. Der ist richtig eklig. Der Popel, der ist mein Favorit. Schön langen Popel rauszupfen. Ah, ein bisschen neblig hier. Nice, guck mal. Aber ich möchte jemanden haben, mit dem ich mich verteidigen kann. Im Notfall. Was ist das hier für ein Busch? Nix, okay. Flecken. Blutflecken? Ih. Alter, da war der tote Mann. Wow, gehen wir nochmal hin. Wow, du hast nicht gelogen, Kevin. Es gibt doch für alles ein erstes Mal. Siehst du? Ich habe euch doch gesagt, dass das ist fantastisch. Ist er tot? Wirklich richtig tot? Sieht so aus. Und es sieht so aus, als würde er hier schon eine Weile liegen. Seiner Hautfarbe zufolge würde ich sagen, nicht länger als einen Tag. Auch wenn sein Zerfall schon recht stark ist. Er sieht aus wie eine Mumie. Pff, ich kann nicht. Biggie! Lass alles raus, mein Großer! Das hier könnte sowieso nicht noch ekliger werden. Kevin, geht's dir gut, Big Joe? Ja, geht's dir gut, Big Joe? Ja, schon besser. Wow, tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt nichts abbekommen, Jungs. Kein Ding. Ich wäre sowieso nicht drum herum gekommen, diese Woche ein Bad zu nehmen.
Das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das war mal ein Mensch. Am besten denkt man da gar nicht drüber nach. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr durchdrehen würdet. Wir sind gerade echte Männer geworden. Sogar du, Charlene. Sehr witzig. Der einzige Grund, aus dem ich dir keine verpasse, ist der, dass du Chris' Bruder bist. Danke. Jetzt fang ich an zu sabbern, Mann. Was willst du denn damit sagen? Ich unterbreche euch ja nur ungern, aber seht ihr das? Der tote Kerl hat eine Art Amulett in seiner Hand. Sehen wir uns das mal an. Das stimmt. Es ist hellrosa. Ich wette, es ist Millionen wert. Sollen wir es stehlen? Okay, erstmal ganz ruhig. Aber ja, wir könnten es nehmen. Technisch gesehen ist es kein Diebstahl. Er ist ja schon tot. Ja, ist er plündern, was nicht dasselbe ist. Also, sollen wir es nehmen? Chris? Bro. Chris? Chris. Okay, Leute, tun wir's. Boah, wie geil, es ist richtig schön Zeichentrick-Look, oder? Mega, guck mal da, muss er... Okay, wir haben das Amulett. Das Amulett von Bakalulu. Okay, das Amulett ist wichtig, weil das ist dasselbe Symbol wie das Ladezeichen die ganze Zeit. Wow, was ist das? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe ein schlechtes Gefühl, was diesen Ort angeht. Sieht aus wie eine ägyptische Pyramide, aber was ist das für ein Material? Es scheint, als hätte das eine Art besondere Kraft. Wie ich schon gesagt habe, das ist ein Juwel. Ich wette, es hat einem dieser mega berühmten Pharaonen gehört. Jetzt können wir es verkaufen und werden reich. Stellt euch das mal vor, die reichsten Menschen der Welt. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Fürs Erste wurde es garantiert gestohlen. Du hast recht, sie würden uns vermutlich ins Gefängnis stecken. Oder noch schlimmer. Behaltet mal alle die Nerven. Aber ihr habt recht, wir können es niemandem erzählen. Nur für den Fall, wer weiß, in was wir da geraten könnten. Stimmt's, Leute? Definitiv, Bro. Ja. Oh. Auf Wiedersehen, unendlicher Reichtum, Weltruhm. Nicht so zynisch. Wie wär's, wenn wir den Stein zu meinem Haus mitnehmen und ein paar Experimente damit durchführen? So erfahren wir wenigstens, womit wir es zu tun haben. Cool, gehen wir in dein Labor und probieren es mit ein paar Experimenten. Und dann finden wir heraus, was zum Teufel das ist. Dann gehen wir. Dann gehen wir. Dieser Stein veränderte ihre Leben für immer. Okay. Okay, ich habe das untersucht und in Wahrheit habe ich keine Ahnung, aus welchem Element oder welchen Elementen dieser Stein besteht. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Ich liebe diesen Stil, ich liebe dieses Spiel. Es ist richtig geil. Es ist wirklich dieses Stranger Things oder Goonies-Gefühl. Es sind halt diese Clique, die da ist. Ich bin richtig gehypt. Und ich sage, wenn es euch auch so geht, bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Like, ein Abo, einen Kommentar da, wie es euch gefällt. Und ich sage tschüss. Bis dann. Ciao. Ich drück mal hier drauf.